Ja, hallo. Weiter geht's mit den Unterschieden zwischen Wert- und Referenztypen. Und heute schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich eine Variable übergebe. Dazu haben wir wieder ein Rechteck. Und ich erzeuge hier mit var R1 eine Variable, oder zuerst klar, Objekt Rechteck, dass ich dann eine Variable R1 zuweise. Das sehen wir hier auf der rechten Seite. Ich habe eine Referenz R1, die auf das eigentliche Objekt zeigt. So, und jetzt lege ich mir eine zweite Variable an, Rechteck 2, und weise dem die Variable R1 zu. Was passiert jetzt, wenn ich bei R2 die Breite setze und mache hier vielleicht die Breite, ich setze sie mal auf 4. So. Wie breit ist dann R1? Schauen wir mal nach. 4. Ja, was ist da passiert? Ich habe R2 geändert und automatisch als Seiteneffekt wurde auch R1 geändert. Und das kann recht gefährlich sein im Programm. Das kann dann zu ungewünschten Effekten kommen. Ja, aber wie ist das Ganze jetzt hier passiert? Also, wir haben eine R2 angelegt, eine Variable, haben jetzt aber kein neues Objekt erzeugt. Also, wir haben keinen Initializer hier aufgerufen, sondern wir haben R2 R1 zugewiesen. Und dann ist das hier passiert. R2 zeigt jetzt auf das gleiche Objekt wie R1. Ja, wie sieht es eigentlich aus für einen Werttyp? Um das auszuprobieren, mache ich einfach mal aus dem Rechteck, aus der Klasse Rechteck ein Struct, gleicher Code, und werfe nochmal einen Blick hier unten auf die Breite von R1 und wir sehen, R1 hat sich nicht verändert. R1 ist noch bei einer Breite von 1 und ja, so vermeiden wir hier vielleicht ungewollte Seiteneffekte, wenn wir irgendwelche Variable hin und her übergeben. Besonders werden wir es später noch sehen bei Bibliotheken. Und wir müssen uns nicht den Kopf zerbrechen, wem jetzt so ein Objekt gehört. So, wie sieht es hier jetzt aus? Ich habe eine Variable R1, R2 und jedes ist ein eigener Werttyp. Der eine kann jetzt 1 enthalten, der andere kann 4 enthalten. Das Ganze ist getrennt. Ja, wie gesagt, das hilft uns, ein bisschen fehlerfreie Programme zu schreiben. Das heißt, für viele Zwecke und besonders für kleinere Strukturen, da könnte ein Werttyp in Ordnung sein oder passend sein. Und wir haben dann den Vorteil, dass ich mir keine Gedanken machen muss, wenn ich das Objekt ändert. Ich habe dadurch keine Seiteneffekte und kann dadurch auch Programme schreiben, die besser auf mehrere Kerne verteilt werden können, nebenläufige Programme werden dabei unterstützt und damit auch, wie wir später noch sehen, die funktionale Programmierung. Ja, aber wann man genau eine Klasse nimmt und ein Struct, das sollten wir uns später nochmal in der Extra-Folge genauer anschauen. Okay, bis dann, tschüss!